sind am Lausitzring für die zweite Veranstaltung von der DTM und es ist relativ früh für Freitagmorgen, weil wir jetzt um 9 die Track-Test-Session haben, für 40 Minuten, weil wir ja ein spezielles Layout fahren und zwar nicht das, wie die DTM die letzten Jahre gefahren ist oder wie wir auch hier 3 Testtage hatten, sondern mit der ersten Kurve als Oval, die seit 2003 nicht mehr befahren wurde. Von daher wird es sehr spannend werden, für alle neue Teams, sowohl als auch Fahrer. Ich freue mich drauf, wird auf jeden Fall ein sehr stressiger Tag mit sehr viel Fahren, was ja nichts Schlechtes ist. Von daher, ich habe jetzt noch ein Meeting und dann ziehe ich mich um. Und dann geht es das erste Mal Autofahren in Johnny Fred bzw. Carly Kugelblitz, wie meine Mechaniker ihn jetzt nennen. Track-Test von 40 Minuten, um, sag ich mal, ein bisschen mehr Kilometer zu haben auf dem neuen Track-Layout. Und ich habe mich leider ein bisschen übernommen in der fünften Kurve in Turn 5 und habe mich weggedreht. War ein bisschen doof von meiner Seite, ganz ehrlich. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber mal passiert. Aber ich glaube, vom Auto her war es eigentlich ganz gut und so, was ich auf den Daten sehe, war es eigentlich auch nicht so schlecht, dafür, dass ich die 4 Runden gefahren bin. Von daher bin ich da ganz guter Dinge. Jetzt mal schauen, wir haben jetzt FP1, sind ja extrem limitiert, was Reifen hier angeht, wie alle anderen auch, aber dementsprechend ist es immer so ein bisschen Gamble, ob man sie safen will oder nicht. Mal schauen, auch was die anderen so machen wegen BOP. Wir glauben nicht, dass die schon alles zeigen, aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt FP1 und danach werde ich euch mein Motorhome zeigen, denn Ayla hat mir dieses Wochenende wieder Motorhome hier an die Strecke gestellt und das werde ich euch nachher zeigen. Also bis gleich. Ist vorbei. Die Tour habe ich leider nicht mehr bekommen, weil wir noch sehr viele Meetings hatten und Gespräche und was weiß ich. Deswegen wird das morgen kommen für Motorhome. Aber FP2 war so lala. Mal schauen. Es ist echt immer schwer zu sagen, hier mit Reifen, Strategien und Sandbagging, nicht Sandbagging, was morgen so ist. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Aber DTM ist nicht easy. Sonst wäre es nicht eine der höchsten Rennserien. Von daher Daumen drücken und jetzt erstmal ins Hotel, eine kalte Dusche, ins Bett und dann von Purple Sectors morgen träumen. Renntag! So, es ist Samstagmorgen und ich bin noch angekommen, ich komme gerade an. Und wir haben jetzt in 1,5 Stunden Quali. Und dann rennen wir Nachmittag. Ich versuche mein Bestes zu geben, mehr kann ich nicht machen. Solange ich zufrieden bin, ist alles gut für das Team. Und mal schauen, wo wir rauskommen. Es ist wieder mal so eng zusammen hier in der DTM. Es ist abnormal. Aber mal schauen. Langes Rennen, 55 Minuten plus eine Runde. Von daher kann immer alles passieren. Jetzt ist erstmal Quali. Ich ziehe mich jetzt um, hab Meetings, mach mich warm. Und dann geht's ins Auto und dann wird gesmashed. Genau. So sieht der Plan aus. Und ja, los geht's. I don't think they heard me. I don't think they heard me the first time. So I gotta say it again for them. I felt this good in a minute. Own it. I ain't tryna rent it. It feel like it's third down. So I'ma slip on like I'm Emmitt Smith. Yeah, I'm going in, baby. Yeah, I'm tryna win, baby. Yeah, you know the biz, baby. Yeah, you know the biz, baby. The way we win, it ain't fair. But do I care? I'ma just live my life, live my life, live my life.
und nicht happy. Nee, also es ist so, dass ich 17. bin, was jetzt am ersten Ding nicht gut ist, weil 17 ist jetzt nicht die Position, wo ich eigentlich sein will. Aber ich bin nur 7/10 hinter P1, also es ist extrem eng zusammen, wirklich. Und das macht mich so ein bisschen glücklich, weil ich 7/10 nur hinten bin und Monster war ich sehr viel mehr hinten, hatte einen extrem größeren Abstand. Und auch im Vergleich zu gestern haben wir auf jeden Fall da eine Lücke zumachen können und das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Auch wenn es vielleicht in der Position noch nicht so wiedergegeben wird, habe ich einen großen Schritt gemacht und ich glaube, so muss es weitergehen. Und vor allem das Geilste finde ich, dass Nico Müller, der einer der besten Audi-Fahrer ist, nur ein Platz vor mir ist und nur 600stel und ich eigentlich 1/10 schneller war in meiner letzten Runde, nur dann selber verkackt habe in Turn 6. Das macht mich so ein bisschen happy. Aber ja, weiterarbeiten, wenn die Richtung weitergeht, dann hört sich das ganz gut an. Das ist zweite Veranstaltung im Jahr, von daher. Ja, erstmal schauen im Rennen. Rennen zählt und ja, jetzt gehe ich erstmal was essen und umziehen. Und mieten, wie wieder. Wir mieten uns viel zu Tode. Und dann geht's Rennen. Rennen. Die Tür geht mit einem Code auf, was relativ cool ist. Und jetzt fangen wir erstmal hier hinten an. Also hier ist ein kleiner Schrank. Dann haben wir hier einen Fernseher. Einen sehr schönen Fernseher. Und einen Schreibtisch, wo mein Papa sich schon breit gemacht hat. Dann haben wir eine Couch, die sehr bequem ist. Mit einem riesen Spiegel hinten und nochmal sehr viel Stauraum, den ich nicht brauche, weil ich gar nicht so viele Klamotten dabei habe, aber falls. Dann haben wir hier was echt cooles, weil von außen sieht das so fancy aus. Ganz viele Fenster. Und ganz kurz, das Geilste hier ist einfach, dass du eine Klimaanlage hast, weil selbst am Lausitzring, in der Lausitz, kann es auch mal sehr heiß werden, wie heute. Und es ist so schön, wenn du hier reinkommst und es einfach kalt ist. Dann gehen wir weiter. Und ist hier ein Badezimmer mit einem Spiegel, einem Waschbecken, einer Toilette und einer Dusche hier hinter der Tür. Und könnten wir mit dir ganz kurz den coolen Sternenhimmel hier oben erwähnen? Ja. Das alles hier ist über Touch, über so kleine iPads, Tablets, steuerbar. Und dann sind wir hier im Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, / Schlafzimmer angekommen. Und zwar ist hier eine Küche mit dem großen Kühlschrank. Oh Gott. Den es gibt, Süßigkeiten und Getränke und Rotwein, Vino Rosso, okay. Und nicht für mich, eine Kaffeemaschine und ja, man könnte hier jetzt theoretisch auch kochen. Dann ist hier das Bett, das fährt man dann nach unten, also es geht bis da runter und dann ist das ein relativ großes und gemütliches Bett. Hier ist ja Wohnzimmer,
wo man sich dann hinsetzen kann und arbeiten kann, wie der liebe Jan, der hier mal ein Bild bearbeitet und niederschneidet und sonst alles macht. Und dann haben wir hier noch einen Fernseher. Und das Coolste ist, wir haben hier Bose Soundanlage, die richtig laut ist, wenn du hier richtig Musik aufdrehst. Genau, und das war mein alter Truck, Motorhome, und ich bin extrem happy, die dieses Jahr, sag ich mal, als Partner oder Helfer zu haben, denn bei manchen Rennen habe ich eben so ein schönes Teilchen hier in der Rennstrecke, unter anderem auch in Le Mans, und ich glaube, da wird es wirklich so der größte Vorteil für mich sein. Von daher könnt ihr die gerne mal auf Instagram auschecken oder auf deren Homepage, verlinke ich alles in der Infobox, und ja. Und by the way, das hier ist übrigens diese Area, die ausfährt, also normalerweise... Das ist alles, also alles ab hier ist eigentlich nicht mehr LKW, sondern dieses ausgefahrene Stück. Richtig abgespaced. Genau. Ich muss jetzt wieder zum nächsten Meeting, wie immer. Tschüss! Ich sage jetzt gute Nacht, weil ich bin todmüde und ich brauche jetzt meinen Schlaf, damit ich morgen ready bin, weil morgen wichtig und hoffentlich gut, und ich werde meine Arschbacken zusammenkneifen und dann mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall ein positiver Tag gewesen, was Quali angeht, und jetzt mache ich morgen nochmal einen Step und dann, ja, jetzt freue ich mich erstmal von Lausitzring, wie man das so schnell fährt, und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und träumt süß, gell? Wir sehen uns morgen wieder. Was ich machen muss, und habe mir das Video oft genug angeschaut, und bin raus und hatte von Anfang an wieder Probleme, leider genau die gleichen wie gestern auch im Rennen, Fuel Pump Alarms und Cutoffs und Powerboot weggenommen, hat dann auch sofort alles ausgemacht, wieder angemacht, ging nicht, habe ich auf die zweite Fuel Pump gewechselt, ging auch nicht, dementsprechend war das Quali für mich relativ schnell wieder vorbei, muss dann ganz ehrlich sagen, dass die Mechaniker zu 10 in meinem Auto stehen und hoffentlich das Problem finden. Das Ding ist, es wurde eigentlich alles um die Fuel Pump herum gewechselt, was es hätte sein können. So, aber das war es alles nicht, weil das Problem ist immer noch da. Jetzt gehen sie davon aus, dass es irgendein Kabel oder Schlauch ist, der zum Motor führt. Da versuchen sie, so viele wie möglich zu wechseln und zu checken, in der Hoffnung, dass wir das finden fürs Rennen. Kann aber auch sein, dass sie es nicht finden. Ich bin aber einfach bleibe positiv und hoffe einfach darauf. Auf jeden Fall bin ich dementsprechend, weil ich ja keine einzige Runde fahren konnte, letzte und statt vom letzten Platz. Habe relativ gute Reifen, also wenn es klappen sollte, spielt uns das vielleicht ein bisschen in die Karten. Mal schauen, aber jetzt dann ist gleich Rennen. Wir haben jetzt noch ein Strategie-Meeting und dann geht es schon wieder auf die Startaufstellung und dann ist Rennen 2 und dann ist leider schon das Wochenende vorbei. Ja, jetzt mal positiv bleiben und konzentrieren. Freunde, Lausitzring ist vorbei. Rennen 2 ist auch vorbei.
Und ganz ehrlich, es war arschschwer. Ich habe das in meinem Leben gehabt, auch wenn es vielleicht vom Ergebnis her nicht so super war. Aber wir hatten relativ früh gepittet, in Runde 5 schon, und haben neue Reifen drauf gemacht. Nur die Strategie war halt, oder die Hoffnung war, dass ich die ersten Runden freie Fahrt habe, sodass ich halt pushen kann auf den neuen Reifen. Deswegen haben wir den Luftdruck so eingestellt, dass die Reifen relativ schnell da sind und halt die ersten Runden gut sind. Was leider nicht ganz so funktioniert hat, weil ich hinter einem stecken geblieben bin und dementsprechend nicht meine Zeiten fahren konnte, die ich wollte, und so damit auch die Reifen kaputt gemacht habe oder halt nicht so optimal genutzt hatte. Und dann irgendwann halt der Punkt kam, wo die Reifen relativ gedroppt haben und ich dann mit sehr viel Übersteuern zu kämpfen hatte. Und ganz ehrlich, ich das Auto nur noch auf der Strecke halten wollte, weil es nicht mehr so leicht war zu handeln. Aber ich bin am Ende 15. geworden. Ja, erstmal ein großes Dank an die Mechaniker, die zwischen Quali und Rennen das Problem gefunden hatten. Es war ein Sensor am Motor, der kaputt gegangen ist, beziehungsweise Wackel hatte und die Arrows reingerufen hatte. Dementsprechend konnte ich ja zum Glück keine zwei fahren. Durchwachsenswochenende, es waren positive Sachen dabei, aber natürlich auch ein technisches Problem, was immer sein kann im Motorsport. Von daher auf jeden Fall wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Solange es so weitergeht und ich weiter so arbeite, ist es ganz gut. In 2 Wochen steht Zolder an. Und beziehungsweise in 1,5 Wochen. Und ja, wir sehen uns da wieder. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ich pack's jetzt nach Hause.